Gut, dann wollen wir uns nochmal diesen Vogelmann stellen. Ich glaube, das ist der beste Zeitpunkt, mal unseren guten Granatwerfer, unseren treuen Granatwerfer zu verwenden, ne? So, den Talion Dildo nehmen wir natürlich noch mit hier. Alter, was ist das denn für ein Fieber? Ich dachte schon, oh, was kommt da wieder für ein kleiner Yeti an? Dann kommt da plötzlich so ein riesiges Vieh raus, ey. Ich hab da gesagt, irgendwann kommt hier ein Endgegner oder ein stärkerer Gegner, ne? Ich meine, wir hatten ja schon mal so einen Mini-Boss, das war, aber ist schon ewig her. Das war ja letztendlich noch im Opernhaus, glaube ich. War es ein Opernhaus? Ja, auf jeden Fall dieser eine Dude da, der so ein bisschen Arnold Schwarzenegger-mäßig da reingekommen ist und uns weggeballert hat. Aber das Vieh ist ja schon, Alter, das ist ja meine Fresse. Wir heilen uns nochmal. Ich dachte mir schon, das sieht halt wirklich schon so wie eine Arena aus. Das kommt aber erst raus, wenn ich runterrutsche, ne? Boah. Junge, Junge, Junge! Das Vieh haut rein, das haut mich mit drei Schlägen weg oder so. Habe ich den Talion? Talion heißt es wahrscheinlich einfach. Oder Talion. Ich sage immer Talion. Ich weiß nicht, warum ich das so französisch ausspreche. Ja, die Frage ist, ob das zu langsam ist, ne? Erst oder neben. Wie viel hält das? Wie viel hält das Vieh aus, bitteschön? Komm schon. Stopp. Ja, bumm. Okay. Okay, das war ein ziemlich kurzes Level. Was passiert hier? Das kriegen wir jetzt eine Zwischensequenz. Oh ja, oh ja. Was passiert hier? Jetzt kommen wir hier raus, hä? Aber Badodis Männer sind schon hier. Aber Lara freut sich, scheinbar. Fahren einfach um, das merkt er nicht. So. Ja, Lara kennt sich aus, ne? Ja! Ah! Also Lara kann auch so gut mit jedem Fahrzeug umgehen, oder? Kann das sein? Also, die ist ja wirklich in jeglicher Mobilisierung bewandert. Ah, das war jetzt von den Typen, oder? Katze. Katze reifen. Okay, ich glaube, das war's mit denen, ne? Also. Ah, ist ja richtig spannend mit der Verfolgungsjagd. Die wollen alle an den Dolch von Xiang, ne? Alle. Ach, da sieh mal an. Der Kreis schließt sich, ne? Ah ja, wir haben den Talion, deswegen können wir das Ding jetzt öffnen. Krass. Ey, das ist gutes Storytelling, ganz ehrlich, ne? Also. Was erwartet uns jetzt noch? Okay, wo sind wir jetzt? Also, ich spüre langsam so Endgame-Vibes, also viel kommt da gar nicht mehr, denke ich mal, ne? Ich meine, ich weiß es nicht. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind der Tempel des Xiang. Oh, Leute, jetzt wird's spannend hier. Oh, guck mal, wie nice das hier aussieht. Oh, yeah. Oha. Da hat der Innendekorateur sich aber viel Mühe gegeben. Und da liegt er da durch. Und lass mich raten, irgendwas passiert jetzt. Wir kommen da bestimmt nicht ran, oder?
Yay. Ich hab's doch so gewusst, als ob man uns einfach den Dolch da gibt, ne? Okay, kommen wir nicht mehr hoch. Wir müssen den Weg gehen. Ach du Scheiße. Ja, noch mehr, ne? Klingen, dann noch so ein scheiß Brocken, der auf uns zukommt. Was passiert jetzt hier? Okay. Also bis jetzt steuere ich gar nichts. Denn bis jetzt werde ich hier nur durch die Gegend geschubst. Von einem Ort zum nächsten. Okay. Da sind irgendwelche goldenen Killer-Keulkarpfen. Killer-Keulkarpfen. Das klingt auch schön, ne? Tolle Analogie. Kann ich die abschießen hier? Ich denke mal nicht, dass sie mir wohlgesonnen sind. Und der eine schwebt schon nach oben. Der zweite auch. Okay, okay, okay. Wir haben es also überlebt. Ne? Wir sind jetzt nicht so schnell. Wir sind jetzt nicht so schnell daran gekommen. Leider, wie wir es uns gewünscht haben. Aber wir gucken uns jetzt natürlich erstmal hier unten im Wasser um. Was gibt es hier denn so? Zum Beispiel da unten. Da ist irgendwie. Ja. Und nur für Medikit, ja? Warst du schon? Ganz sicher? Ja, man teast uns da wieder mit einem Schlüssel auf der anderen Seite. Das ist natürlich sehr gemein, ne? Gönnt uns doch mal den Schlüssel. Okay, okay. Das ist schön. Frage ist, wo ist. Ach, sieh mal an. Den kennen wir doch aus dem ersten Level. Oder zumindest seine Familie, die wir schon mehr oder weniger komplett ausgerottet haben. Was gibt's denn hier? Gibt's überhaupt irgendwas? Oder ist das wahrscheinlich das Ende des Levels oder so? Oh nein, bitte nicht. Oh. Komm schon, leck mich doch am Arsch, ey. Das habe ich nicht mal gesehen. Gut, dann wenn ich schon mal jetzt hier bin, kann ich auch mal das Ding hier hochklettern. Und einfach mal gucken, wo das hinführt. Nirgendwo hin. Oh, die Geräuschkulisse klingt auch sehr dubios, ne? Mit Flüstern, das ist eigentlich gruselig, Mensch, meine Güte. Wir sind echt an einen richtig unheiligen Ort gekommen, ja, kann das sein? Oh, na komm. Komm, zeigt euch. Na, wo seid ihr? Also von hinten, das ist ganz schön fies. Das ist kein ehrenwerter Kampf hier. Schnell heilen, schnell heilen. Ich will nicht an denen gute Munition verschwenden bei dir. Da warten wir. Ich wollte schon sagen, ey, wann sterben die denn endlich mal? Also nicht, dass ich möchte, dass sie sterben, ne? Aber ich meine, sie greifen mich an, was soll ich machen, ne? So, gucken wir mal, was haben wir denn hier oben fallen? Ich sage jetzt, weil wir speichern wieder, bevor wir uns hier 20 Mal den Nick brechen. So. Wunderbar. Ja, dann bin ich hier auf dem Dach. Das ist schön. Und jetzt kommen wir dadurch. Gut, alles klar. War ein kleiner Umweg. Ich gehe mal davon aus, dass ich gar nicht erst probieren brauchte, auf die Hängebrücke zu springen. Wäre wahrscheinlich vergebens. Also jetzt muss ich nur hier runterkommen, ohne mir das Genick zu brechen. Gibt es hier irgendein. Ist die Stelle hier höher? Nee. Bisschen Schaden nimmt man irgendwie immer, ne? Hä? Wie kommst du hier rein? Was? Wie? Ist da eine Höhle oder gibt's da irgendwie ein Zugloch oder sowas? Scheinbar. Wir hinterfragen es nicht, ne? Also. Wir hinterfragen es nicht. Ich meine, es haben sich schon ganz andere Wesen an verrücktere Orte
verirrt. Ich sag nur, das Wrack der Maria Doria, wo plötzlich die ganzen, ne, oder die ganzen Unterwasserwracks, wo die Aha. Männer von Batoli waren. Da fragt man sich, wie kommen die da hin? Aber, ne. So. Gucken wir mal, gibt's hier noch irgendwas Schönes? Nee, gibt's nicht. Also, ich denke mal, wir kommen noch nicht an den Schlüssel ran. Ich wäre es gut zu wissen, dass man uns so ein bisschen dahin lockt mit den kleinen Medikit. Das heißt, dass man sich da schon merken kann, okay, da befindet sich was, interessant. Ich möchte es haben, wenn die Möglichkeit besteht, es zu haben. Wir können es uns ja einfach merken. Ich meine, wie nützlich oder unnützlich das sein wird. Ich meine, Schlüssel ist in dem Spiel nie unnütz, aber das werden wir dann noch sehen. Na gut. Was sind denn das? Keulkopf. No. No, 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 no. So wird kein Schuh draus, no. Also ich weiß nicht, ob ich da hochklettern würde. Sieht auch sehr instabil aus irgendwie, ne? Na gut, aber versuch dein Bestes, Lara, ne? Ich habe das Gefühl, dieser Tempel hier wird uns noch viele, viele, viele Fallen entgegenwerfen. Aber ich bin doch froh, dass wir jetzt ein bisschen mehr wieder so in diesen Entschuldigung, ich war jetzt gerade abgelenkt, weil gerade mal sah, da kommt mir so ein Vieh entgegengekrabbelt. Ich würde sagen, ich finde schon, dass wir wieder in so ein ja, Tomb-Setting sind, Temple-Setting, ne? Das, wie gesagt, ich mag auch so diese Stadtlevel oder diese industriellen Level oder so. Aber ich muss sagen, also dieser Mittelteil so vom optischen her, also dieses ganze Rumgeroste da, das war halt nicht so schön irgendwie, ne? Also es war halt am Anfang ziemlich cool, aber irgendwann da dachte ich mir so, ach schön, dass wir jetzt wieder ein bisschen so Szenenwechsel haben. Und ich meine, dieser Tempel, generell die Höhle sieht halt schon ziemlich cool aus. Also ich meine, ihr habt ja gerade gesehen, wo wir da reingekommen sind. Das sah schon beeindruckend aus, ne? Also es war eine richtig, richtig coole Gestaltung. Okay, wenn wir uns noch eine Etage tiefer trauen, könnten wir uns im besten Fall das Geheimnis holen. Was offensichtlich kein Geheimnis ist, aber. Ja, wenigstens geht's erstmal auf Tauchgang, das passt schon. Geht das? Wahrscheinlich muss ich jetzt hier an die äußerste. Warte mal, ich versuche mal was. Ich versuche mal so tief wie möglich zu krabbeln. So. Warte mal, ich konnte noch tiefer krabbeln. Ich will mal gucken, ob das geht. Also, das interessiert mich jetzt einfach mal. Oh, wie tief komme ich denn jetzt hier? Nee, tiefer geht's nicht. Ja, oder ich muss später greifen, aber das ergibt keinen Sinn. Das ist eigentlich egal, oder? Also. Nee. Die fällt zu tief. Ja, wahrscheinlich möchte man uns hier ein bisschen ärgern, ne? Indem man uns das direkt vor die Nase stellt, aber. Oder Nase legt. Aber ist egal. Ich brauch's ja nicht unbedingt. Okay. Die gruselige Musik weicht wieder einer mysteriösen. Wo sind wir hier? Überall Lava. Hätten wir von Anfang an schon gewusst, was sich hinter dieser Tür befindet, hä? Aber wie gesagt, ich mag sowas immer bei Spielen, wenn man irgendwie so zum Anfang zurückkehrt und dann so neue Erkenntnisse hat, ne? Uiui, das war aber. Uiui. Die hat sie jetzt wahrscheinlich schon die Schuhsohlen verbrannt, ne? Das. Aber doch, jetzt kommt man hier doch ran. Also. Ist doch kein Problem, es sei denn, hier spuckt gleich ein bisschen Lava herum. Das wäre natürlich etwas unschön, aber. Gerade geht's ja noch. Ja, komm, das holen wir uns, ne? Ich meine. Warum nicht? Ich meine, das war jetzt einfach zu finden. Man hat es ja von oben schon gesehen und ich meine, wenn man mal wenigstens ein bisschen in der Gegend rumschaut, sieht man ja, okay, hier gibt es offensichtlich so eine Spur, an der ich mich entlanghangeln kann, ne?
Lara, Lara, immer weiter. So, haben wir das erledigt und es ist mal wieder ein Spielstand wert. Freue mich eigentlich. Ich finde das cool, dass wir so weiter. Jetzt ist halt schon toll, ne? Also als Kind bin ich nie so weit gekommen. Das habe ich hier nie gesehen, so, ne? Na klar, hat man mal so ein paar. Wo seid ihr? Na, nein, lass mich in Ruhe. Hab mal ein paar YouTube-Videos gesehen, so ein bisschen storymäßige Zusammenfassung, aber so selbst gespielt habe ich das ja zum Beispiel noch nie und das ist halt. Es freut mich sozusagen, dass ich es im Erwachsenenalter nochmal, ja, einfach nur auch so durch diesen Let's Play-Kanal einfach dazu auch mal komme und auch so motiviert bin, das Spielen und erleben zu dürfen. Das ist irgendwie ein schönes Gefühl. Es ist ein nostalgisches Gefühl, aber es ist halt auch wirklich immer noch ein extrem spaßiges Spiel, ich kann es ja anders sagen, ne? Klar, es ist jetzt nicht so flüssig und actiongeladen wie vielleicht so neue Tomb Raider-Teile. Und generell so moderne Teile, Spiele à la, was weiß ich, Assassin's Creed oder vielleicht was eher Vergleichbares hier. Wie heißt es? Uncharted, ja. Aber es ist ein fantastisches Spiel, macht immer noch Spaß. Kein Wunder, und das wird übrigens auch mal auf meinen Kanal irgendwann kommen. Kein Wunder, dass es so viele Leute gibt, die auch Custom-Levels kreiert haben. Also eigene Levels. Da werde ich mir natürlich, habe ich mir auch schon einiges zur Seite gelegt, was ich da machen möchte. Aber eins nach dem anderen, ne? Wir wollen uns ja erstmal auch den Hauptteilen zuwenden. Also allen Hauptteilen außer Tomb Raider Angel of Darkness. Das möchte ich mir ehrlich gesagt nicht antun. Das ist viel zu verbuggt. Das war letztendlich auch der Grund, warum Eidos geschlossen hat. Und dann hat ja, wer war es? Crystal Dynamics, glaube ich, übernommen. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Ich krabbel mal nochmal hier hin. Das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Wir machen das mal. Wir machen das nochmal, ne? So. Also jetzt müsste ich ja eigentlich, theoretisch. Da bin ich froh, dass ich hier sozusagen, ne, immer noch auf der sicheren Ebene geblieben bin und nicht weiter nach rechts gekrabbelt bin. Okay, ich kann also nicht. Au Hä, wie soll das gehen? Ich kann nicht augenblicklich springen. Muss ich ein bisschen tiefer springen, oder? Ah, ich muss wahrscheinlich einfach den machen. Nicht den machen, sondern mich einfach so nach vorne fallen lassen und dann greifen, oder? Oder ich muss weiter nach rechts krabbeln. Kann natürlich auch sein, dass das. Ah, ich glaube, ich muss nach rechts, oder? Ja. Ich dachte schon, man wird das nicht umsonst so bauen, nur dass ich dann. Nee, man wird das nicht umsonst so bauen. Nur dass ich dann von ganz links auf der sicheren Seite dahin springen kann. Oh, die Musik ist gruselig, ne? Das Rumgeflüster. Ja, dubiose Musik und ich sehe schon einen bröckelnden Boden vor mir, der wahrscheinlich mein Gewicht nicht lange aushalten wird. Okay, gut. Ich hab gut gefühlt, dass es. Ich hätte ja sagen können, dass ich nach vorne springen muss. Ey, hier sind schon wieder so viele Fallen, also hier, das wird nicht der letzte Speicherstand sein, ne? Offensichtlich. Ja, sage ich ja, ne? Das ist jetzt ja. Jetzt wird's fies langsam, ne? Das ist jetzt ja die richtige. Ja, das bin ich ja. Ich finde lustig, dass der erstmal so untertaucht, ne? Erstmal so ein bisschen. Oh, hast du so ein bisschen mit den Fußspitzen, mit der Fußspitze rein? Ja, ist das Wasser angenehm? Boah, kann ich untertauchen. Klappt schon. Ja. Ja, sie wird aufgespießt von unsichtbaren Spitzen. Ich bin ja genau dazwischen gelandet eigentlich, ne? Oh Mann! Ich mache das gerade nicht absichtlich. Ich bin gerade wieder ausgerutscht oder so. Ich bin zu übereifrig. So. Jetzt haben wir's. Trotzdem würde ich jetzt speichern natürlich, weil ich jetzt mal festen Boden unter den Füßen habe. Das muss ich ja auch mal nutzen. Aber ich möchte natürlich auch schauen, was gibt es denn da unten? Also ich meine, ich sehe ja, was es da unten gibt, aber ich möchte es haben. Das meine ich damit. Oh Gott, ey, ich werde mal richtig paranoid bei den ganzen Rumgeflüster, den Geräuschen. Also die haben es wirklich geschafft, dir eine sehr, sehr.
eine sehr, sehr furchterregende Atmosphäre zu kreieren. Hat bestimmt Spaß gemacht, irgendwie das so zusammen zu mixen. Von der Geräuschkulisse her. Ich finde es auch schön, dass die Level jetzt ein bisschen linearer sind, ne? Also jetzt immer, weil wie gesagt, wenn das zu verzwirbelt ist, so Maria Doria mäßig, das ist mir teilweise echt ein bisschen zu viel. Ah. Es hat sich geöffnet, sehr schön. Maria Doria war noch okay. Wie gesagt, die eine Sache hätte ich wahrscheinlich nie rausgefunden, dass man da die Tür wieder zurückklappen kann. Bis das das Rätselslösung war. Ja, aber ich mag dann eher solche Level, wo man so das Gefühl hat, hey, man kommt auch wirklich weiter und man rennt irgendwie nicht 20 Mal an der gleichen Stelle vorbei. Okay, dann müssen wir den langen Weg gehen, scheinbar. Okay, ich habe mich schon gewundert. Also, ich gehe mal stark davon aus, dass wir an den Schlüssel immer noch nicht rankommen. Ich meine, ich kann ja nochmal gucken, wo war der? Der hat sich hier irgendwo unten befunden, irgendwie so in so einer kleinen Wand eingespachtelt. War es nicht hier? Ja, gucken wir doch mal. Ich meine, dürfte immer noch zu sein, weil ich meine, warum soll ich da jetzt hinkommen? Ja, okay, ist zu. Aber einen Blick kann man ja mal wagen, ne? Man muss ja, darf ja nichts hier unversucht lassen. Gut, dann speichern wir mal. Ja, das ist jetzt... Dann schauen wir mal, was sich hinter diesen unheiligen Türen befindet. Wahrscheinlich wieder irgend so ein Dämon aus der Hölle. Will ich daran vorbeilaufen? Die sehen aus, als ob sie jeden Moment zum Leben erweckt werden könnten. Tust du mir was? Ja. Ist ja gut, ich gehe ja schon weg. Der mag das scheinbar nicht, wenn man ihm zu nahe kommt, ne? Was haben wir hier unten? Die Terrakotta-Armee oder was? Waffen ziehe ich natürlich. Ich frage mich endlich, wie die dieses Geräusch hier gemacht haben. Das klingt so schlüpfrig irgendwie. Aber wir werden mal schön. Alles gut, ich tue euch nichts. Alter, die Modelle sind echt gruselig. Die sehen wirklich so aus wie, hey, weißt du, dreh dich bloß nicht um. Jetzt kriegst du unseren goldenen Speer da in den Rücken. Tibetanische Maske? Nell. Nell haben wir nicht, Nell. Kann man hintergehen? Nee. Ich will ja eigentlich auch nicht zu nahe kommen, muss ich sagen. Oder muss ich die einfach erstmal alle aktivieren, dass ich da irgendwas... dass ich da irgendwas tut. Boah. Nö, ich dachte, da passiert jetzt irgendwas. Hätte ja sein können, ne? Ich meine, probieren kann man es ja mal. Hätte sein können, dass sich da jetzt irgendein Mechanismus auslöst oder so. Ja, schmeiß einfach deine Fackeln hier hin, ne? Oh, 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 jetzt... jetzt brodelt es ja schon ein bisschen. Da müssen wir natürlich aufpassen. Wo das uns hier hinführt. Ja, ja, ist gar nicht so... gar nicht so klar, wo muss ich jetzt hinspringen. Gott, ich muss jetzt mal so einen Todessprung machen hier, oder? Okay, ne, das war schon mal nix. Oh, scheiße, nein. So schaffe ich das nicht. Oh. Also ich muss letztendlich, warte, den Sprung schaffen. Ja, und nun? Alter, was sind denn das hier für Sprünge? Das ist ja pervers, Mensch. Also wirklich. Hilfe, was sind das für Sprünge?
Hier verlangt man mir aber auch alle Akrobatik ab, die Lara beherrscht, kann das sein? Ich sehe schon, man macht hier keine halben Stücke. Oder keine halben Sachen, wo er. Nein, 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 nein. Nee, wir wollen das jetzt mal nicht sehen, wie Lara schon wieder sich so ein bisschen verglüht im heißen Wasser. Dann wird es da oben durch die wunderschön verzierte Tür wahrscheinlich gehen. Aber hey, wir haben es überlebt. Das ist doch die Hauptsache. Wie viele Falltüren gibt es hier? Nee! Scheiße! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war knapp. Ich meine, man hätte sich denken können, dass irgendwas Schlimmes passiert, wenn da zwei Skelette rumliegen. Aber zumindest habe ich es überlebt. Auch wenn ich natürlich nicht jetzt da durchkriechen kann, um mir. Kann ich da durchkriechen? Wahrscheinlich nicht. Um mir nochmal dieses Medikit da zu holen. Aber gut, ich glaube, mit den Medikits, die ich jetzt noch habe, werde ich das Spiel noch überstehen, oder? Okay, Lara. Okay. Alles in Ordnung. Ist deine Entscheidung.